Herzlich willkommen zur heutigen Folge gerade auf dem Marsch. Wir fahren jetzt los und holen uns die Ballenpressen. Wir müssen noch hier ein bisschen die Wege gestalten. Ein bisschen dichter ran, aber wir können auch in den Innenansicht gehen. Er ruckelt ein bisschen. Wenn man dichter rangehen. Ja, die Ballen. Viel Wiese habe ich noch nicht. Ich plane aber noch eine Wiese zu kaufen. Zur Not auch Pump. Und zwar auf Feld Nr. bei der BGH Nord. 36 plane ich zu kaufen, ist im Wachstum. Jetzt wäre mal Düngerstatus wichtig. 23 muss Kalk drauf. Das ist ganz wichtig. Das heißt, gut Deutsch, das müssen wir gleich machen. Und wer noch bei der BGH uns da zur Not, den können wir hinfahren lassen. Und zwar er fällt ja zwar wegen Ausladen hin. Mal sehen, wo er lang fährt. Keine Meldung. Gut, er war da allerdings im Wege. Gerade ja hier der Kurs über der Mischfabrik ist. Ist neu. Aber hier geht es nur ums Ausladen. Muss noch einen Kurs machen wegen Einladen, wegen Verkaufen, ne? So, jetzt fährt er hin. Eco stand die Zeit. 3,25. Okay. Jetzt können wir den anderen wieder. Ach, den fahren wir selber. Müssen wir eine Halle reinstellen gleich, da wo die anderen Dinger sind, die Mähwerke. Dann müssen die anderen Gerätschaften noch von der Wiese runter, ja. Schweinefutter noch kaufen. Viel Arbeit. Und einen zweiten Hänger dann nicht dauernd leer machen müssen. So. Na, wieder schwierig heute. Das soll Autoreif auch können, einparken. Muss ich mal noch anschauen, wie es gemeint und wie es gemacht werden soll. Es würde ja zu lange dauern, das sich zu lernen und anzugucken. Schade, ich mal auf den Platz zuweisen. Darum bin ich oft dafür,
die anderen Hallen zu nehmen, die im Prinzip man rein durchfahren kann, ne? Ach, das passt schon so. Dichter ran, was wir jetzt sehen können. Oh, nächsten Ballpresse. Blocking Kalk, oh je. Oh, wieder. Ja, gut. Das ist natürlich, ne? Dann müssen die Straßen frei sein, ne? Stellen wir hier vom Chef ab hier die Hose. Er wird es ertragen müssen. So. Ist der Motor wieder aus? Kartoffeln. Aber noch genug. Halb voll noch. Wenn wir morgen die Rüben anpflanzen, morgen, in Game Tag morgen, dann werden wir auch den Mod haben für Holzfällen. Oh, er stoppt. Ja. Ist der Frühling, ne? Hoffen wir, alles wächst an. Dass wir hier entsprechend ernten können. Nicht so wie auf der Einfach. Aber da vermute man ganz stark. Das lag an das Problem. Schlafen. Da ich ja im Prinzip die Nächte nicht gespult habe, sondern geschlafen habe. Und ob da sich das andere bisschen irgendwas gestört hat. Jedenfalls war, ging kein Wachstum durch. Er hat auch so einen Mod deaktiviert, der angezeigt hatte, wie lange das alles wächst, noch wachsen würde. Und das habe ich rausgelesen, das soll sich wohl Eisen mit Season. Und das hat es wohl auch gemacht. Besonders dann, wenn man nachts geschlafen hat und der Wachstum im Prinzip durchgerauscht ist. Überlege gerade, Forstmaschinen, Rübentechnik. Haben wir es. Mähdrescher, wollte ich mal anschauen, den Glas, den neuen. Ah, da ist er doch. Ne, 580. Der neue, der Klaas 9000 und ne 8100, 8 Liter. Schon Hausnummer. Also hier geht im Grunde nichts einzustellen, also Bereifung oder so geht nicht. Wenn es original auch nur die eine Reifen gibt, ist okay. So, dann haben wir hier noch, das sind Mods. Und das sind ja von Paket, von Glaspaket. Dann haben wir noch Traktoren. Viele Mods. Hier unseren K700 hier. Noch so unsere DDR-Zeiten her.
gewesen, normalerweise. Ach, hier. Ja, und die Traktoren. Haben wir nur die zwei? Ja, von den großen sicherlich. Eine schöne Leistung, ne? 500 PS. Nicht schlecht. Dann haben wir noch die mittelgroßen Traktoren. Hier haben wir auch zwei Maschinen. Kleinen. Zwei nach 5 PS. Kleine Arbeiten reicht sich aus. Hat auch Pflegebereifung. Könnte auch Frontaufbau machen, Frontaufbau und den Axion 870-800, ein bisschen größer, mit fast 300 PS, und der kann keine Pflegereifung. Ist okay, müssen die alle können. Dann war noch ein Radlader. Gibt sogar zwei. Drei. Ja, das ist der Bonus für Frühbesteller. Aber aktuell Mähtechnik haben wir noch. Auch den Mod. Gerätschaften. Und zwar. Das soll jetzt auch von Glas dazugekommen sein. Arbeitsbreite 10 Meter. Gut, das haben wir auch schon. Gut, weiter wüsste ich nicht. Zuckerrüben vorbereiten. Ja, nehmen wir Amazone. Kann schon angekommen. Muss ja. Der muss angekommen sein. Wo ist er? Ja, wenn wo? Wo ist die Sau? Das ist jetzt hier LKW, Mähdrescher. Ja, das verkehrte BGH. Mensch, Junge, das ist das verkehrte BGH. Mein Fehler, das ist die Süd. Holger. BGH. BGH Nord. Ah. BGH. Tja. Mein Fehler. Ich wollte sagen, Holger hat auf die Kette gemacht. Das hat er gar nicht. Weil ich habe Prinzip da vertauscht. Weil die immer als BGH Südzeit habe. Und das wird nur BGH. So. C. Also hier wäre glaube ich noch 4 Vorgewände besser gewesen. Dann brauche ich ja nicht so auf rückwärts fahren. Gut, wir wollten Feldmoro 17 kaufen. Und dann knallen wir da
Muss dann nicht geflügt werden, hoffentlich. Nee. 17 muss nicht geflügt werden. 17 kommt. So, dann kommt dann jetzt entsprechend Zuckerrüben. Tabakgras. Ich glaube, für die Kartoffeln brauchen wir nur für Schweine. Die brauchen dann keine Rüben. Die Zuckerrüben mögen die sowieso nicht. Viel zu hart. Da gibt es extra Futterrüben für. Und bitte auch schön klein machen, ne? Also nicht zu als Ganzes. So, hoffen wir mal, dass ausreichend ist. Normalerweise schon. Also Rüben oder Kartoffeln, die kommen alle auf kleinen Flächen hoch. Also die werden wir keine großen machen für. So, angekommen. Großberechnung. Erstmal den alten löschen. Und da gehen wir hier auf 1. Den Fehler haben wir auch schon gemacht. Vorgewende. 2. Beginnen auf. Feld rein. Ne, scharfe Probleme. Ja, generieren wir. Zurück. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Ist ja ein bisschen Risiko, auch mal zu berühren. War zu früh, eigentlich. Aber wir haben noch einen Tag, 9 Grad. Das Problem wäre gewesen im Allgemeinen, auch reell, wenn der Samen zu lange in dem Boden drin ist, dass der verfaulen könnte. Das wäre die Gefahr. Fahren wir hier mit. Gucken, was er fährt, ne? Wo er lang fährt. Dann können wir gleich nachher Kurs programmieren zum Kalken der Wiese. Auf der BGA gibt es auch keine Silos mehr. Das heißt, ich werde da was hinstellen, eine Fabrik, die das entsprechend saniert. Dann sparen wir uns das Ganze ein Silos zu fahren. Oder ich mache halbe halbe. Also ein Durchfahrsilo. Relativ groß und brauchen wir nicht hinfahren zum Entladen, ne? Weil ist ja nicht notwendig. Kalten die BGA sowieso nicht an. Ist das neu? Sieht so aus. Muss ich mal angucken. War das nicht? Könnte neu sein. Wüsste ich das gar nicht. Also bin ich nie aufgefallen. Beziehungsweise ich habe auch nicht eingemerkt. Nicht geprägt. Also nicht gemerkt. Der Punkt ist schon gleich geblieben. Aber na gut. Also Kram, wenn wir nicht so schütten, das ist ein, machen wir nicht. So. Ich habe einen alten Löschen. Großgenerierung für 23, zweimal, 18 Meter ist Quatsch, 19 Meter und 5, ersten Wegpunkt, einstellen, so.
Ja, nicht zurücksetzen, einsteigen. Wie voll ist er jetzt? Fast leer. So, liebe Zuschauer, das soll es vorne gewesen sein. Dann würde ich gleich mal noch voll machen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke. Ich danke fürs Reinschauen. Danke für die neuen Abonnenten. Ich muss früher sein sollen. Ja, dann vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.